Ein herzliches Grüß Gott und Dankeschön fürs Reinschauen auf meinem YouTube-Kanal. Habt viel Spaß beim Schauen. So, meine lieben YouTube-Freunde, jetzt habe ich da gerade 100 Gramm Ingwer geschält. Und dann brauche ich noch Zitrone dazu. Wer kann sich denken, was das schon wird? Genau, Zitrone Ingwer Shot, selbst gemacht, sehr gesund. So, jetzt werde ich mal die Ingwerstücke schneiden und dann in so ein Gefäß geben. Na, das dann nochmal auf Zeit, ne? Ich schneide jetzt mal bloß so ganz, nicht grob, aber auch nicht zu fein, damit ich das besser dann mit dem Handmixer pürieren kann oder mixen kann. Nur einfach so Stücke schneiden. Nicht zu grob und nicht zu fein. Das mache ich mir immer im Frühjahr und im Herbst rein. Ich habe jetzt dann schon einen Liter schon getrunken, jedes Mal morgens. Gut für die Abwehrkräfte, angeblich auch zum Abnehmen. Aber da schaut ihr mal am besten selber rein, wenn es interessiert. Bei YouTube, da gibt es so viele YouTuber, die wo da drüber schon was gemacht haben. Aber ich will jetzt das euch bloß einmal ganz kurz zeigen, wie ich das immer mache. Ich mache das schon über Jahre so. Aber trotzdem hat mir letztes Jahr brutal, oder was vorletztes Jahr? Ja. Corona erwischt, jetzt haben sie den Ingwer schon. Aber so Grippeart oder so grippemäßig habe ich schon lange nichts mehr gehabt. Also Schnupfen, Husten und so Sachen halt, was halt so Grippesymptome sind. Rotzen, wenn man mehr auf Bayerisch sagen, die Rotzen, Rotzerei. Schaut her, ich habe die vorher abgewascht, die Zitrone. Da schneide ich bloß das Stück weg. Ich tue die immer gerne mit Zitrone machen, die anderen tun das immer auspressen mit so einer Zitronenpresse. Ich mache das lieber so. Und warum ich das so mache, zeige ich euch dann anschließend Video, weil da habe ich ja meine Heißluftfritteuse und da kann ich ja dörren und da mache ich mir Zitrone-Ingwer-Salz. Da dörre ich jetzt dann das, weil das wird jetzt dann gemixt, dann wird das durchgesiebt. Und dann, wie gesagt, mache ich mir Zitrone-Ingwer-Salz selber. Schmeckt saugut. Da werde ich aber euch auch noch ganz kurz ein Video zeigen oder hänge es dann hier mit dran. Mal schauen. Jawohl, jetzt schneide ich mal das Glas. Und dann hole ich euch dann später wieder dazu. Meine lieben YouTube-Freunde, schaut mal her, da habe ich jetzt noch ungefähr die Hälfte mal da reingetan. Da tut es ja noch so 250, 350 Milliliter sein, ist da glaube ich. Wasser mal mit rein.
und mixe das jetzt dazu und dann Stück für Stück kommen dann das dann noch dann dazu rein. Ja, das mache ich jetzt einmal dann fertig, weil sonst dauert ja das zu lange und dann hole ich euch gleich wieder dazu. So, die erste ist jetzt einmal schon durchgemixt. Das tue ich da jetzt extra in so ein Gefäß. Schöner Brei. Und jetzt tue ich die restlichen Zitronen da noch rein. So jetzt da für die Sauerei. Aber, wie gesagt, ich bin da alleine. Aber das kriegen wir schon alles hin. Jetzt tue ich da nochmal so 350 Milliliter Wasser nochmal dazwischen. Und mixe den ganzen Schmutz, hätte ich beinahe gesagt, nochmal. Kann es auch einen großen Mixer geben, aber da geht es schneller bei mir. So, bis später. So, das schaut jetzt auch schon ganz gut aus. Also wie gesagt, schön Bio-Zitrone hernehmen. Wasche ich aber dann trotzdem noch ab. Ja. Jetzt habe ich das Licht ausgemacht. Die wasche ich aber dann trotzdem ab und wie gesagt, habt ihr gesehen, wie ich das dann weiter mache. Also sorry für die Kameraführung, die wohl länger schon bei mir auf meinem Kanal sind, wissen ja, dass ich das alles alleine mache. Ich habe da keinen, der wo mir da zur Hand geht. So, das schütte ich jetzt da rein, die ganze Brühe, und lasse es so circa mal 10 Minuten durchziehen, damit sich der Ingwer mit der Zitrone gut vermischen kann. Und dann hole ich euch gleich wieder dazu. Jetzt habe ich so circa 10 Minuten, 15 Minuten gewartet. So schaut es dann aus. Und das siebe ich jetzt mal hier ab und mal in diesen Gefäß rein. Das dauert jetzt natürlich, weil das da immer wieder verstopft ist, da das Sieb. Aber man sieht schon, die pure Kraft im Leben kommt hier raus. Das Gesunde. Wie gesagt, das macht ja jeder anders, den Ingwer-Shot. Wenn es mal interessiert und ihr möchtet sich mal was anderes anschauen, schaut mal rein, gibt es Ingwer-Shot ein. Macht es, wie gesagt, jeder anders. Ich bin so sehr zufrieden damit. Ich drücke jetzt das bloß immer ganz gut aus, weil ich will dann später, und das dauert jetzt natürlich, bis ich den ganzen Topf da leer gemacht habe, das dauert Ewigkeit. Aber ich hole euch dann wieder dazu, wenn es dann soweit ist. Weil ich möchte dies jetzt da, das da, was da drin ist, das fange ich hier auf und möchte das dann trocknen, weil ich mache mir dann wieder ein Ingwer-Zitronensalz. Ich werde das mal ein bisschen, wie heißt das Mittel? Nelkenpulver noch mit rein tun. Und es gibt jetzt, entschuldige, wenn ich so sage, ein saugutes Salz mit Meeressalz dann vermischen. Aber wie gesagt, das zeige ich euch dann mal noch. So, seht ihr, das war jetzt einmal das erste. Das tue ich jetzt da raus, tue ich da wieder in ein extra Gefäß rein, hier. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen das erkennen. Und da rein. Und jetzt kommt die nächste Ladung. Wie gesagt, meine lieben YouTube-Freunde, das dauert jetzt. Ich hole euch dann später wieder dazu. Aber das dauert jetzt mindestens eine Stunde.
oder halb, naja, ja, eine Stunde schon, weil das dauert Ewigkeit. Also dann bis später. Halbe Stunde später habe ich das jetzt so durchgesiebt. Das ist, was überbleibt. Das hier. Aus dem wird Zitronen-Ingwer-Salz gemacht. Aber das zeige ich euch beim nächsten Video. Jetzt habe ich das dann nochmal hier nochmal durchgeseit, dass die feinen Rückstände auch noch da drin bleiben. Und das schütte ich dann wieder zurück in dieses Gefäß. Super! Sieht das noch so wie so ein Milchreis, schaut das aus. Das haben wir es auch noch. Dann nehmen wir alles mit, das alles was gesund und gut ist, nehmen wir hier mit raus noch. Das bleibt dann noch übrig. So ein Löffel ist dann noch überblieben. So, nochmal ausdrücken und das schmeiße ich aber weg. Das tue ich jetzt da nicht da zu den anderen dazu, weil das ist zu dünn. Okay. Drücke ich noch aus. So, meine lieben Mutterfreunde, schaut einmal her. Jetzt muss ich trotzdem mal kurz ausschalten, weil ich habe jetzt gerade bei meinem Küchenfenster gesehen, da kommt der Paketmann und der wird sowieso jetzt gleich weg, da muss ich dann hin. Na, habe ich es nicht gesagt, hier, Päckchen gekommen. So, das schauen wir aber später an. Meine liebe YouTube-Freunde, das haben wir jetzt da nochmal abgeseit. Und jetzt schütte ich das da nochmal da rein. So schaut das aus. Bin ich sehr zufrieden damit. Und jetzt brauche ich einen großen Löffel. Jetzt kommt noch was Gutes rein. Jetzt haben wir da Kurkuma. Frische Knolle wäre besser. Aber ich schaue jetzt schon, glaube ich, ohne Lüge eine Woche schon, ich finde keinen frischen Kurkuma. So Kurkuma-Wurzel. So muss ich es machen. Nichts zu finden. Aber das geht genauso, das habe ich auch schon öfters gemacht, habe ich wirklich schon öfters gemacht. Und da nehme ich jetzt her, ach, habt ihr schon einen Löffel hierher gerichtet, aber ihr habt den großen jetzt gerichtet. Und da tue ich da so, da tue ich nicht viel, so einen gestrichenen, ja so einen Teelöffel. Haben wir noch ein bisschen was rein, ist ja was Gesundes. So, und dann, das mache ich jetzt auch zum ersten Mal, bin ich ganz ehrlich. Gemahlene Nelken, das ist auch sehr gut. Wer was wissen will über Nelken, gibt mir ein Gesundheit Nelken oder so. Bei Mr. Google. Und da werdet ihr Sachen erfahren, das ist unwahrscheinlich, der wo das noch nicht kennt. Also das nehme ich auch schon seit längerem her. Und dass es nicht zu intensiv wird, dann nehme ich bloß so eine, naja, ihr seht, ich bin da so ein bisschen sparsam. So ein bisschen was her. Man kann es ja dann abschmecken, kann man ja dann immer noch was rein. Aber das ist sehr intensiv. So, jetzt rühre ich mal das Ganze da um. Ich werde mir nochmal einen Mixer rausholen, mix das dann nochmal durch und dann hole ich euch gleich nochmal dazu. Ja? Gut, dass ich jetzt nochmal einen Mixer rausgehört habe, weil ich muss ja auch noch Honig. Das ist ein jugoslawischer Honig. Und da nehme ich, man sollte nochmal zwei Löffel hernehmen. Ich nehme einen Esslöffel her. Da man aufpassen muss, ich glaube, ich habe es euch eh schon erklärt, zwischen Zucker und so, da achte ich jetzt schon drauf. Okay. Das kommt jetzt da noch rein und mixe jetzt da noch mal durch und dann hole ich euch gleich noch mal dazu. Also so, ob ihr es jetzt glaubt oder nicht, von dem muss man wahnsinnig aufpassen. Gemahlene Nelken, wie gesagt, ich habe das jetzt auch zum ersten Mal probiert. Da braucht man wirklich nicht viel rein tun. So, aufräumen und weiter geht's. Jetzt einmal abfüllen, meine lieben YouTube-Freunde. Zack.
Normal mache ich das immer mit dem Trichter, aber diesmal versuche ich es mal so. Da habe ich so eine alte Flasche, so eine Wegwerfflasche. Ich weiß nicht, was da drin war. Einmal. Dann, wo ist meine zweite? Jetzt geht's los. Da, direkt vor der Tür. Türe vor der Türe, sag ich. Zweite abfüllen. So, meine lieben Freunde, schaut einmal her. Und jetzt da. Weil wir haben ja da noch was über. Fülle ich jetzt das da noch da dazu. Mal so machen. Ne, das ist mir zu gefährlich. Da nehme ich einen Trichter. So wie die Sauerei im Boden. Ach, wir sehen das am besten so. Das schütte ich da in die restliche Flasche da rein. Weil, wie gesagt, da wird nichts verkommen. So, meine lieben Jürgen Freunde, jetzt schaut einmal her. Und jetzt schenken wir uns mal was Gesundes ein. Muss nicht immer Schnaps sein. Bier. Muss noch anders stopfen. Muss nicht immer Schnaps sein und Bier. Man muss sich ein bisschen gesund ernähren. Ja, wenn man alt wird, dann schaut man halt dann doch drauf. Besser. So, meine lieben Jude-Freunde, jetzt mischen die Flasche da nochmal durch, oder ich kann ja von denen auch trinken, das ist eigentlich wurscht. Trinke aber jetzt von dem, weil das da ein bisschen schon älter ist. Und da trinke ich immer morgens, wenn ich aufstehe, so 4 cl. Und dann tue ich dann anschließend nochmal 4 cl Wasser drauf. Ich schwenke mal um. Ah, grüßt euch, meine lieben oder Freunde. So, das trinke ich jetzt. Auf euer Wohl. Das kalt, ein bisschen kaltes Wasser. Dann tue ich da meistens noch mal so circa 2 cl noch mal dazu trinken. Und das war's, meine lieben Jude-Freunde. Macht einmal das noch, das macht wirklich Spaß. Das seht ihr, wie viel das ich jetzt da schon wieder habe. Die zwei Fläschchen da. Kommen jetzt dann in den Kühlschrank, das hält sich da circa 2 Wochen. Also ich habe bis jetzt noch keine Schwierigkeiten gehabt, manche sagen eine Woche. Also ich habe 2 Wochen und sogar 2,5 Wochen. Ich habe es früher immer so ein Glas Nummer 4 cl in der Früh. Und da es mir so gut schmeckt und mir gut tut, nehme ich es immer in der Früh und abends. Also meine lieben oder Freunde, das nächste Mal, wie gesagt, da ist der Rest, der überblieben ist, von dem Gemixten, so sieht man es besser, werde ich dann in meinen Heißluftfritteuse reintun und dann zeige ich euch dann, wie ich dann mein Ingwer-Salz mache. Ich hoffe, das Video hat euch so einigermaßen gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Albert. Führt euch und gesund bleiben. Eierlikör. Ciao. Jetzt geht's weiter, meine lieben YouTube-Freunde. Ich nehme jetzt einmal da von meiner Linie Heißluftfritteuse die Einsätze raus. Weil die brauchen wir nicht zum Düren. Oh. So. Und jetzt haben wir ja hier das. Sorry, so wie ein Frosch in Hals, das gibt es ja nicht. Die ganze Zeit war nichts. Sorry für die schlechte Kameraführung, aber ich muss immer wieder betonen, ich kann da leider nichts dafür. Jetzt versuche ich da ungefähr die Hälfte rauszutun. Ich muss sagen, ich habe auch, wo ich da abgesiebt habe, den Ingwer und Zitrone, habe ich nochmal in ein Leinentuch rein, Leinensäckchen, habe das nochmal ausgewrungen. Ne, dass eine Gossanlos ist. Das tue ich jetzt da rein, so ungefähr die Hälfte. Und die andere Hälfte tue ich in das andere rein, andere Gefäß rein.
dann werde ich das da so ein bisschen so verteilen, dass nicht so ein dicker Klumpen da ist. Das mache ich jetzt dann hole ich euch dann gleich wieder dazu. Das habe ich jetzt verteilt, das schaut jetzt dann so aus. Die Ingwer-Zitrone, dann stecke ich das rein in meine Ninja Heißluftfritteuse, anschalten, schaue ich mal, ob ich euch da ein bisschen dazu holen kann, anschalten, und jetzt gehe ich hier auf Dehydrat, also trocknen, zack, zack, und da zeigt schon automatisch 60 Grad ein, aber ich habe das letztes Mal auf, ich glaube 40 gemacht, bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, oder 40 habe ich das gemacht, ja, und Zeit kann man bis zu 6 Stunden, sogar noch länger, aber ich gebe jetzt da nur mal 2 Stunden ein, braucht es aber nicht. Wenn es dann soweit ist, hole ich euch dazu. Und dann gehe ich auf Match, damit ihr die zweite auch noch mitnimmt. Seht ihr, dieselbe Zeit eingestellt und jetzt starten und dann wird es getrocknet. Und schon läuft die Sache. Schön langsam läuft es dahin. Und dann wie viel haben wir? Seht ihr schon, es ist schon wieder 20 nach 1. Und dann, wenn es soweit ist, wenn es trocken ist, hole ich euch dann wieder dazu. Das dauert jetzt. Habt ihr gesehen, so 2 Stunden, aber ich denke mal, so eineinhalb Stunden ist das fertig, dann hole ich euch wieder dazu. Meine lieben YouTube-Freunde, wieder klar machen. Ich mache jetzt da gleich weiter, ich zeige euch jetzt dann das. Eins habe ich schon gemacht, und zwar Ingwersalz. Und wie ich das jetzt gemacht habe, so schaut das aus. Super, und der Duft. Und den Ingwer-Zitrone. Wahnsinn. Ah, das kommt da gleich in die Nase. Also wirklich, aber schmeckt saugut. Meine Frau hat sich vorhin Tomaten aufgeschnitten und hat ein bisschen was drauf gemacht. Einen Tomatensalat und Mortadella. Und super, super, super gut. So, jetzt zeige ich euch, wie ich das gemacht habe. Und muss ich mal kurz aus dem Bild gehen. So schaut es das aus. Da jetzt den Mixer, das ist ein kleiner Standmixer, wieder ein anderer Mixer. So, so schaut es das aus. Seht ihr das? Könnt ihr das sehen? Das sind jetzt die getrockneten, wo ich da abpassiert habe für meinen Ingwer-Shot. Hört ihr das? Das hat jetzt ungefähr eineinhalb Stunden gedauert. So, ich schiebe jetzt das kurz was rein, dass ich das ausschalten kann. So, das wird jetzt ausgeschaltet. Und dann tun wir das dabei dahinter. Und jetzt mache ich das immer folgendermaßen. Ich habe da Meeressalz. Und da tun wir jetzt ein bisschen was raus. Und zwar nehme ich da ungefähr immer, ja nicht ungefähr, bei den anderen da, wo ich euch gerade gezeigt habe, 3 Esslöffel. Ach, ich habe gedacht, ich hätte alles vorbereitet, aber habe es wieder nicht vorbereitet. So, circa, das seht man jetzt dann gleich, 3 Esslöffel. Ich schalte mir dabei aus, weil sonst wird das Video wirklich zu lang, dieser Wahnsinn. Habe jetzt da so circa 4 Esslöffel grobes Meeressalz reingetan. Das habe ich mir mal bestellt von den Naturen gesund. Gibt es ganz gute Waren, wem es interessiert. So, und da habe ich mir jetzt gedacht, weil da habe ich ja den Ingwersalz plus Zitrone. Und da habe ich mir gedacht, ich mache jetzt nochmal eine ganz andere Mischung. Und zwar habe ich hier Zwiebelgranulat. Oh. Schauen da, das ist ein bisschen hart schon geworden. Dann nehme ich jetzt einmal
Ja. Da ist ein bisschen Feuchtigkeit rein, kann man sehen gerade, aber das ist wurscht. Auch so ein, weil das wird eh durchgemixt. Auch so ein Esslöffel. Dann nehme ich Zwiebelgranulat, habe ich gesagt, das ist Knoblauchgranulat. Knoblauch, weil ich Zwiebelgranulat gelesen habe. Dann nehme ich noch ein Knoblauchgranulat hier. Dann nehmen wir nicht so viel her, weil das ist so intensiv, da wäre das so wie ein Teelöffel ungefähr. So. Und zu guter Letzt möchte ich da jetzt ein bisschen eine Schärfe drin haben. Mein Gott, muss ich mir da gleich machen. Eine Schärfe, da habe ich so selbstgezüchtete Chilischoten. Und da werde ich den Zitronen-Chili hernehmen. Den habe ich mir da selbst gezüchtet. Letztes Jahr. Zitronen-Chili, so sieht man es besser. Und da werde ich jetzt mal einen oder zwei, weil der ist wirklich sehr scharf, da mit rein tun. Du hast bloß den Stängel darunter. Und hier auch. Und dann werde ich das Ganze durchmixen. Da muss ich aber bloß kurz einmal ausschalten, weil der so wahnsinnig laut ist. Aber ist ein ganz gutes Gerät, das Teil. So, einen Augenblick. Jetzt geht's weiter. So. So schaut es das aus. Das habe ich jetzt ein paar Sekunden gemixt. Schaut her, fast schon so wie Mehl. Machen wir mal auf. Riechen wir mal. Ui. Die Schärfe kommt schon super raus. Also das ist super. Jetzt schütte ich mal das da rein. Ich habe noch, muss ich sagen, noch zwei von denen Zitronenchili noch dazu getan. Weil ich möchte es ein bisschen schärfer. Frau habe jetzt gerade probieren lassen, sagt sie, nein, du brauchst nichts mehr nicht, also hier ist das schon scharf, aber ich mag das so. Schaut mal her, meine lieben Jude-Freunde. Das ist jetzt genauso ein Becher geworden. So schaut jetzt das aus. Super. Jetzt noch einen Augenblick und dann sage ich gleich, wie es weitergeht. Jetzt habe ich da noch das restliche, wo da drin war, Zitrone, Ingwer, auch nochmal gemahlen. Ich habe jetzt das separat gemahlen, weil das ist sowieso schon wie Puderzucker so dünn, also so fein, besser gesagt. Das mische ich jetzt da rein, tue den Deckel drauf und mische das jetzt so einfach mal durch. So, das mische ich jetzt dann durch und dann geht es gleich weiter. Jetzt, meine lieben YouTube-Freunde, jetzt schaut mal, jetzt habe ich mir da ein Brot geschmiert. War halt beim Türken, habe ich so einen Hüttenkäse gekauft. Dann habe ich da ein bisschen Butter drauf gemacht, ein bisschen den Hüttenkäse. Hier haben wir jetzt den Ingwer. Zitronensalz mache ich eine Hälfte so, man sieht es ja, es ist mehr gelblicher. Tun wir da ein bisschen drauf. So, und hier ist jetzt das drin, Knoblauch, Zwiebelgranulat, Chili, getrocknete Chili und das Meersalz. Und da machen wir jetzt da ein bisschen drauf. Und natürlich das, was ich da trocknen habe lassen in den Heißluftfritteuse. So, jetzt machen wir mal da höher. Oh, Mama mia, ist dieser Stress. Jetzt probieren wir mal. Was schmeckt besser? Nehme ich erst mal das. Nein, ich nehme erst das Ingwer-Salz her. Ingwer-Salz, Zitrone. Gut, wirklich gut. Und jetzt mit dem anderen Salz.
wo ich die Schärfe damit reingetan habe, die Chili, getrockneten Chili gemixt habe, Meersalz, Zwiebelgranulat, Knoblauchgranulat. Ich mache gerade so, weil meine Frau hat gemeint, es ist scharf, aber finde ich nicht scharf. Noch eine Prise drüber. Das ist mein Stand. Ja, meine lieben Judo-Freunde, das war's schon wieder. Ein bisschen dunkel geworden herin schon. Das war's schon wieder, meine lieben YouTube-Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch wieder so einigermaßen gefallen. Ist jetzt ein sehr langes Video geworden. So ein langes Video habe ich noch nie gemacht. Aber ich hoffe trotzdem, dass es euch nicht so langweilig geworden ist. Also dann, jetzt haben wir's. Bis zum nächsten Mal. Euer Albert. Pfiat euch und wie immer, bleibt gesund. Und jetzt wird das Restliche noch verspeist. Servus.